Die Ausstellung Katrin Mörres L'Humour au Sérieux ist eine Ausstellung, die einen gesamten Überblick über ihr Werk zeigt. Katrin Mörres, eine der herausragendsten Comiczeichnerinnen der Gegenwart. Neben dem großen und vielfältigen Werk von Katrin Mörres zeigt die Ausstellung im Cartoon Museum Basel Originale ihrer aktuellsten oder gerade herausgegebenen Graphic Novel La Jeune Femme et la Mer. Eine Geschichte, die in Japan entstanden ist, als die Künstlerin zweimal dahin gereist ist. Eine Geschichte, die mit der japanischen Philosophie sich auseinandersetzt und somit einen anderen Blick auf Landschaft ermöglicht. Dans La jeune femme et la mer, il y a plusieurs personnages, dont une dessinatrice française qui me ressemble un petit peu et un peintre japonais. Tous deux cherchent à peindre. Elle cherche à peindre la nature et finalement, je pense qu'au fur et à mesure de leur déambulation, on passe de la question de la peinture à la question de la représentation de la nature et de notre relation à la nature. Voir la nature non plus comme un objet, mais nous concevoir en relation avec elle. Les Grands Espaces ist eine autobiografische Geschichte von Katrin Mörres. Eine Geschichte, in der sie sich ihrer Kindheit widmet. Es ist sozusagen auch eine Wurzelsuche nach dem Massaker in der Charlie Hebdo-Redaktion. Eine wundervolle Geschichte und feine Bleistiftzeichnungen mitten in unberührter Natur, paradiesische Zustände. Auch hier finden wir wieder spannende Dialoge mit Literaten oder Schriftstellern wie zum Beispiel Marcel Proust. La littérature et la peinture m'inspirent depuis très longtemps, tout simplement parce que ce sont des réservoirs d'histoire, ce sont des réservoirs de fiction et qu'on s'intéresse aux grands écrivains, aux grands peintres, qu'on les commente, qu'on les fasse se rencontrer, qu'on fasse rencontrer les auteurs et les personnages. On peut vraiment, je crois que les grands artistes nous autorisent à nous promener dans leurs œuvres et à en faire ce qu'on veut, à les faire entrer dans nos vies. Et par ailleurs, je crois que l'art et la littérature, ça parle du monde. Pour moi, c'est vraiment un accès au monde, c'est une grille de lecture idéale pour comprendre le monde dans lequel on vit. Der graphische Roman Delacroix von Katrin Mörres ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Künstlerin immer wieder mit neuen Techniken experimentiert. Die Auseinandersetzung mit diesem berühmten Maler hat sie mit Aquarell und Gouache experimentieren lassen. Aber auch die klassischen Tuschzeichnungen, die man von ihr kennt, finden Platz in dieser handgeschriebenen, also mit längeren Texten arbeitenden Graphic Novel.